Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute, diesen Monat, freue ich mich darauf, dich mitzunehmen in ein anderes Land zur kreativen Weltreise. Und wir reisen diesen Monat nach Australien. Und ja, da geht es dann hin, direkt ins Outback, direkt nach Australien, mitten ins Herz. Und wir schauen uns immer wieder neue Sachen an, die man da so machen kann. Ja, und bevor ich dir jetzt zeige, wie dieser Stay-at-Home-Tracker geht, bitte abonniere unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und klicke auf den Like-Button. Ja, im Moment können wir ja leider nur virtuell verreisen, das heißt uns etwas Schönes vorstellen und das wollen wir genau machen. Und damit wir nicht ganz verrückt werden zu Hause, habe ich gedacht, wir machen uns einen Stay-at-Home-Tracker mit verschiedenen Aktivitäten. Dafür brauchst du einmal unser Printable, das was ich hier zeige, das findest du in der kreativen Weltreise, einen Link findest du unterm Video. Sobald du dein Bullet Journal, einen Tombow-Stift vielleicht, den Micron Fineliner, Klebe und Schere hast, können wir auch schon loslegen. Zunächst druckst du natürlich erst einmal das Printable aus, damit dekorieren wir dann gleich unser Sheet. Ja, los geht's mit dem Micron Fineliner. Ich habe mir hier jetzt schon mit Bleistift einmal Stay Home Tracker reingeschrieben, einfach nur, weil ich wollte, dass das ordentlich in der Mitte oder weit oben mittig platziert ist. Du kannst das natürlich auch direkt so schreiben, aber es ist immer ganz hilfreich, damit man nicht völlig aus der Linie gerät. Ne? Deswegen mache ich das. Der Nachteil ist natürlich, dass ich das dann noch ein bisschen wegradieren muss, ja, und ein bisschen aufpassen muss, aber du siehst, es schmiert nicht, also gar kein Problem, kann man so machen. Im nächsten Schritt nehme ich dann meinen Tombow-Stift. Der hat einfach das große, ja, das Schöne an diesem Tombow-Stift ist, dass er so eine Kalligrafiespitze hat. Das heißt, wenn ich das nach unten oder in die Runde ziehe, dann wird das immer ein bisschen breiter. Und was auch sehr schön ist, ich kann da einmal mit drüber gehen, das ist eigentlich ein dunkelgrauer Stift. Dann gehe ich nochmal nach oder fahre ich nochmal nach und das wird an den Stellen dann noch dunkler. Also ganz wie ein Wasserfarbstift und das finde ich sehr, sehr schön und das gibt auch einen ganz tollen Effekt, was man jetzt hier vielleicht im Video nicht 100% sieht, aber im Natura siehst du dann halt schon, was das für einen schönen Effekt ergibt. Im nächsten Schritt nehme ich mir jetzt mein Printable, also meine Druckvorlage und schneide mir die Elemente aus, die ich haben möchte. Dabei lasse ich hier einen weißen Rahmen drum. Zum einen ist es unglaublich frimmelig, diese ganzen kleinen Gräser auszuschneiden. Zum anderen ist es aber auch so, dass ich es mag, wenn so ein weißer Rand um die Elemente ist. Dann sieht das Ganze ein bisschen aus wie ein Sticker. So, meine beiden Grasstreifen sind nun ausgeschnitten und die lege ich jetzt rückseitig auf ein Blatt Papier und pinsel sie mit Klebe ein, mit einem Klebestick. Auf diese Weise kann ich das ganz ordentlich machen, ja, und auch die Ränder erwischen und dann klebe ich das hier ins Bullet Journal. Das mache ich ganz unten, damit ich möglichst wenig Platz verschwende, in Anführungsstrichen natürlich. Und jetzt schreibe ich mir hier die Kategorien auf. Die Kategorien, das ist für jeden natürlich anders. Für mich ist das, hat das viel mit Journaling, mit Malen, mit Zeichnen, mit vielleicht ein paar Serien gucken und lesen. Aber das ist natürlich für jeden anders. Du kannst natürlich nehmen, was du da möchtest. Du bekommst unser Sheet, das passend dazu ist, in der kreativen Weltreise ebenfalls. Das kannst du dir ebenfalls ausdrucken und in dein Bullet Journal kleben. Dann brauchst du noch nicht einmal selber basteln. Und kannst dann deine eigenen Kategorien anlegen, also wenn du mal keine Zeit hast, ist das bestimmt eine schöne Option. Und kannst dann einfach nur reinschreiben, was immer du benötigst. Als ich für diesen Monat
für diese kreative Weltreise Australien gewählt habe, musste ich erstmal ein bisschen recherchieren, welche Tiere gibt es da überhaupt und was ist da so populär und was genau geht da eigentlich vor sich. Und ja, natürlich gibt es da den Koala, den kennen wir alle. Ne? Den Koala, der ist eigentlich so mit dem Känguru das Zeichen für Australien überhaupt. Deswegen kommt der natürlich auch in meinem Bullet Journal. Aber es gibt auch kleine Schildkröten in Australien und auch sehr große Schildkröten. Das fand ich sehr interessant. Und natürlich auch Schlangen und andere Tiere. Die habe ich hier auf dieses Printable aufgepackt. Aber ich für mich mache jetzt hier nur noch eine Sonne rein. Einfach, ja, Australien, das steht auch für Sonne, oder? Da gibt es richtig viel Wärme, richtig viel Hitze. Und deswegen muss hier auch noch die Sonne rein für mich. Ich habe mir die Elemente hier zunächst einmal zurechtgelegt, einfach um zu sehen, ob auch alles reinpasst, weil, naja, natürlich brauche ich den Tracker und alles andere kann ich da ein bisschen variieren. Also ob ich den Koala-Bären jetzt möglichst weit rechts oder links klebe, das kann ich ja hier einfach variieren. Ich kann natürlich auch noch ein paar mehr Elemente reinkleben, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich nehme jetzt einfach nur diese drei. Das kannst du natürlich ganz anders gestalten, das bleibt dir überlassen. Ja, das war dann auch schon unser Start in die kreative Weltreise nach Australien für diesen Monat. Ich hoffe, du konntest ein bisschen mit mir träumen, wenn wir auch im Moment nirgendwo hin können. Auf diese Weise können wir uns wenigstens vorstellen, dass wir irgendwo hinfliegen. Ja, und ich hoffe, du hast jetzt einen Stay-at-Home-Tracker oder Stay-Home-Tracker, sodass du dir ganz viele Ideen zusammensammeln kannst, wann immer du das Gefühl hast, dir fällt die Decke auf den Kopf und du musst einfach mal wieder was Neues machen. Und wenn dem so ist und du dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich darauf, dich im nächsten wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!